Teufel ist mit einer neuen Folge zurück und ich glaube, man kann direkt mit der Tür ins Haus fallen und kann sagen, man hat hier, dass wir uns eine kleine oder eine große Legende in die Folge holen konnten. Und ja, bevor ich aber zu viele verrate, die meisten werden dich kennen. Ich glaube, dein Gesicht dürfte in der Metal-Szene kein Unbekanntes sein, aber stell dich vielleicht dennoch einmal kurz selber vor, bitte. Ja, hallo, ich bin der Felix von Crematory und von Stas. They'll never stop our will to live. Free from pain and fear. They cannot bring us down. All you dear, go out and justify the revolution. The beginning of the age to start revolution. Now break and leave the cage. Time for revolution. Take those traitors away from us. Restart revolution. Give it back the lead, the trust. So live the revolution. So sieht's aus. Genau, vielen Dank. Ja, bevor wir jetzt aber starten, muss ich einmal dem Damian danken. Danke, Kurva. Er weiß dann Bescheid. Weil er mich angeschrieben hat und hat quasi den Kontakt klar gemacht. Genau, wir haben ja in einer unserer vorhergehenden Folgen einfach so ein bisschen assoziieren oder Brainstorming, sage ich mal, gespielt und haben einfach zu jedem Buchstaben, sollte jeder was sagen. Und Dennis kam mit Crematory um die Ecke und da hat es so aus mir rausgesprudelt. Ich habe auch witzigerweise gerade eben meinem Vater noch eine Sprachnachricht geschickt und habe ihm dann noch erzählt, ob er sich daran erinnern kann, dass ich vor, ich glaube 25 Jahre ist es fast her, dass er mir diese CD, ich halte sie ja auch nochmal sinnbildlich einmal in die Kamera, schon schon sehr, sehr lange her, kann man sagen, mittlerweile. 1998, ja. Er hat mir das in die Hand gedrückt und damit war meine Liebe entdeckt, weil ich vorher noch nie tatsächlich dieses sogenannte Growling oder gutturalen Gesang gehört habe. Ne? Ich habe damals mit Bands angefangen, klassisch Iron Maiden, Metallica, Pantera, und dann kam das erste Mal etwas, was so ein bisschen, ich sag mal, düsterer war. Und bis heute gehört Fly zu einem meiner absoluten Lieblingssongs. Und überhaupt das ganze Album oder ich sag mal das ganze Schaffen, aber der Reihe nach. Bevor wir jetzt aber auf die Bands zu sprechen kommen, einmal so drei kleine Durchleuchtungsfragen. Was war für dich, wenn du dich so ein bisschen zurückerinnerst, so der erste Song oder der erste Metal-Song vielleicht, der maßgeblich dafür verantwortlich war, dass du, ja, das Metal deine Richtung wird? Ja, das war tatsächlich im zarten Alter von 8 habe ich, mein Bruder ist 2 Jahre älter, habe ich aus seinem Zimmer die Kiss Hotter Than Hell Platte geklaut. Okay. Und das war eigentlich so die erste Platte, weil Kiss waren halt damals mit ihrer Schminke und mit ihren Kostümen halt auch Superhelden und sahen halt geil aus und da hat man halt die Musik gehört und das war so von erster Sekunde an halt meine Musik und damit hat es dann angefangen und ich bin dann auch ganz normal den Werdegang gegangen mit Iron Maiden, Judas Priest, und dann Motorhead und dann wurde es halt natürlich immer schneller, immer lauter, wo dann 86 die Raining Blood von Slayer rauskam, dann war es dann für mich komplett geschehen. Also dann habe ich den ganzen England Crustcore, Grindcore mitgenommen und in der 90er dann das ganze Death Metal, Schweden Death Metal und. Genau. Ähnlich wie bei uns. Wie gesagt, ich habe die Story auch schon erzählt, mein Vater, der hat Alben früher, ne, also heute ist es ja ein bisschen anders, dass du Zugang zu Musik hast. Früher bist du noch irgendwie erst mal zu WOM gefahren, zu World of Music.
Und da gab es dann noch so, dass du dir einfach CDs aus dem Regal genommen hast und konntest die dann noch so anhören. Und er hat das aber nie gemacht. Er hat oft Platten einfach nach dem Cover gekauft. Na, also er, wie gesagt, er hat mir mal eine Boltroy mitgebracht, weil er dachte, die klingen so wie Hammerfall, weil das Cover ähnlich aussah. Und wie gesagt, er hat mir dann die Act 7 damals gegeben, weil er gesagt hat, nee, der Gesang ist mir zu wild. Also der hört halt nur so, sei immer schon so die so Classic Rock und ja, Maiden und so weiter. Okay, aber ja, wie gesagt, war auch bei dir für viel klassischer oder der klassische Weg, wenn man das so nennen möchte. Gibt es ein Genre, was dich gar nicht abholt, also wo du gar nichts mit anfangen kannst? Ja, Deutsch-Fäkal-Rap. Okay, und innerhalb des Metal? Achso, innerhalb des Metals. Ist eigentlich schwierig, weil ich höre eigentlich alles, also auch diesen sogenannten Metalcore oder Deathcore, weil das für mich teilweise auch Death Metal ist. Also sind sehr, sehr gute Bands dabei. Ist halt so ein bisschen grooviger, leicht Hardcore-lastig, deswegen habe ich da auch kein Problem damit. Also alles mit Stromgitarren finde ich eigentlich schon geil. Also es gibt natürlich Bands, die mag ich so nicht. Da fühle ich die Energie von der Musik vielleicht nicht oder höre mich da nicht richtig rein. Aber ansonsten bin ich eigentlich offen für alles. Ja, okay. Was war die letzte Neuentdeckung oder das letzte gekaufte Album von dir? Das letzte ist tatsächlich die neue Ingested. Das ist wirklich tatsächlich so ein bisschen Deathcore. Ja, stimmt. Ja, und die neue Entdeckung war eigentlich Organic to Me für mich. Die Band Organic to Me. Ist auch ein bisschen so brutal Death Metal, so ein bisschen. Ah, okay. Ja. Okay, na, sag mal gar nichts, aber will ich mal reinhören. Okay, kommen wir mal zu Crematory. Also das ist natürlich schwierig, gerade so ein bisschen als, ich sag's mal, Fanboy. Ja, überlegt man sich natürlich, okay, was kann man da für Fragen stellen? Die zum einen, die man vielleicht die einen selber extrem interessieren, die aber vielleicht jetzt vielleicht, sag ich mal, für die Hörerschaft oder für Leute, die zuschauen, nicht so interessant ist. Auf der anderen Seite will man natürlich auch versuchen, Fragen zu stellen, die vielleicht noch nicht so oft vorgekommen sind, was aber wahrscheinlich in, ja, ich gibt es jetzt seit über 30 Jahren. 33 Jahren, ja. Das ist schon richtig, richtig krass. Und was man dazu sagen muss, auch mit nicht vielen Besetzungswechseln. Also das ist, ne, da gibt es ja Bands, die gibt es 10 Jahre, die haben schon 50 Gitarristen oder Bassisten. Meistens sind es die Bassisten, die verheizt werden, warum auch immer. Aber ihr seid ja fast, bis auf wenige Ausnahmen, wie gesagt, seit Anfang an dabei. Ja, die letzten 15 Jahre witzigerweise erst, ja. Wo es ein bisschen Wechsel gab. Ja. Genau, aber ansonsten, ja, Markus, Karin und du, ihr seid von Anfang an dabei, glaube ich, ne? Genau, richtig, ja. Wir sind die Gründer quasi, Markus und ich. Und Katrin hat auf dem Demo. Katrin wollte auf dem Demo noch nicht fest mit einsteigen und hat nur so Intros und Outros mitgeliefert. Ja, okay. Und bei der ersten Platte haben wir dann die Songs ein bisschen extra mehr auf die Keyboards aufgebaut und haben dann Katrin schon gefragt, ob sie nicht fest mit einsteigen will als Keyboarderin. Genau. Okay, das hat offensichtlich funktioniert. Okay. Ja. Wenn jetzt, sagen wir mal, du lernst jetzt jemanden kennen, ja, und der kennt, hat noch nie was von Crematory gehört. So. Und eine wunderbare Ausgangsbasis. Ja. Welches Album würdest du ihm geben, damit er euch kennenlernt, wo du sagen würdest, dass, also wenn ich sage, das repräsentiert euch am besten, ist das vielleicht ziemlich schwierig, vor allem bei der Menge an Alben. Aber wenn du jetzt spontan sagen würdest, hier, hört ihr das Album an, das ist Crematory. Also, ich sage anders. Das ist schwierig. Ich meine, normalerweise vom künstlerischen Aspekt her würde ich natürlich immer das aktuelle Album nehmen, das, was gerade aktuell ist, weil das ja auch aktuell genau die Musikart spiegelt, weil wir ja immer ein bisschen mit den Genres gespielt haben und selber nie direkt auf den Sound festlegen wollten. Das heißt, es waren mal Alben dabei, die ein bisschen Gothic-lastiger waren, es waren Alben dabei, die wieder ein bisschen mehr gitarrenlastiger waren oder ein bisschen technoider waren. Ja, deswegen ist es schon schwierig. Ich meine, jetzt einfach nur zu sagen, das Illusions-Album,
wo Tears of Time drauf ist, das jetzt irgendwie jemand anzubreiten, wäre natürlich vielleicht auch etwas einfach, aber ich habe tatsächlich ein Lieblingsalbum und das ist das Revolution-Album. Mhm. Weil da finde ich schon, dass da viele starke Songs drauf sind und eigentlich schon, ja, eigentlich schon ziemlich zeigen, wie wir sind, beziehungsweise wie unsere Musik ist. Ja, denke ich schon. Ja, krass. Ja, ist von mir auch. Also meine All-Time-Favorites sind halt Klagebilder, ja. Awake, Revolution und Act 7. Ne? Okay, das heißt, ja, also klar, wie du sagst, vom künstlerischen Aspekt sagt man immer, man sagt immer, ey, das neue Album hat kommt, das stellt alles andere in den Schatten, aber ich glaube, das ist, weil man einfach sich zu dem Zeitpunkt immer mit dem, ja, mit dem Album natürlich am meisten befasst. Da würde ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, wenn du mal zurückdenkst, du machst jetzt, du sagst selber schon seit über 30 Jahren Musik, muss jetzt nicht unbedingt bandbezogen sein, aber wird es wahrscheinlich, wenn ich das richtig recherchiert habe, hast du vor Crematory nur in einer Band kurz gespielt, ne? Also, oder zumindest keine, nicht so intensiv wie jetzt bei Crematory. Ich habe insgesamt vor Crematory 3 Bands gehabt, aber das waren wirklich Bands, wo nie irgendwas rausgebracht haben. Also weder ein Demo noch sonst was. Das war okay. Bei Proberaumgeschichten. Das war damals DCN, das war meine allererste Band. Ja. Das war so Punk. Also DCN stand für Dezember kam in Nikolaus. Okay, ja. Und wie man vom Namen schon hört, eher so ein bisschen lustige Geschichte. Ja. Und die zweite Band war dann Reborn Angel. Das war dann schon ein bisschen mehr in die Trash- und Death-Richtung. Mhm. Und dann gab es noch eine Band, die hat noch nicht mal einen Namen gehabt. Also das war dann wirklich nur so Proberaum-Session-Geschichte. Da waren dann aber wirklich nur so, was haben wir da gemacht? 4, 5, 6 Proben irgendwie und wussten auch gar nicht, wo wir musikalisch hin wollten. Und dann habe ich damals schon, nachdem sich Reborn Angel gerade aufgelöst hat, hatte Markus mich damals angerufen und hat gesagt, hey, wir wollen eine neue Band starten und hast du nicht Bock, irgendwie mit mir was zu machen? Und genau, das war dann 91 und ja, dann haben wir zusammen Crematory gegründet. Okay, wenn du zurückblickst, gibt es eine bestimmte Sache, was so das absolute Highlight war in der Bandgeschichte und vielleicht auch ein Lowlight? Also weiß ich nicht. Konzert gespielt waren nur 3 Leute da oder so, jetzt als Beispiel. Ne? Also ich meine, dazu sagen, ihr habt ja eigentlich fast alle Festivals mittlerweile mitgenommen. Ja, also ich glaube, ja. Es gibt, man würde jetzt spontan, okay, ich glaube, auf dem Wistful Force habt ihr, glaube ich, noch nicht gespielt. Doch, haben wir auch schon gespielt. Ach, okay. Auf dem allerersten müsste ich jetzt lügen. Auf dem zweiten, dritten, also so dreimal auf jeden Fall, aber ziemlich am Anfang noch auf dem, in Reutsch-Werra, glaube ich, noch. Auf dem alten Flugplatz. Ja, okay. Ja. Okay, aber gibt's was, wo du sagst, das war dein absolutes Highlight? Das ist ja eigentlich schwer zu sagen, weil jedes Festival hat so hat seinen Reiz halt. Also Wacken ist natürlich immer wieder schön, weil du halt eine riesen Menschenmasse erreicht und die Möglichkeit hast, gleich mal vor 40.000 Leute irgendwie zu spielen, 50.000 ja. Leute, je nachdem, auf welcher Bühne du stehst. Aber natürlich auch so kleine Festivals haben ihren Reiz so. Mhm. Letztes Jahr, oder besser gesagt, dieses Jahr war mein Highlight das Chronicle Moschers Open Air im Vogtland. Das ist auch so ein Lieblingsfestival von mir, wo ich eigentlich immer so meinen Urlaub verbringe. Ja, ich erinnere mich an ein Bild, was der Hamper gepostet hatte. Also der hat ein Bild mit dir gemacht von Tom of Souls, genau. Ja, da bin ich eigentlich immer so. Ja, und mach meinen Urlaub, weil ich habe mich mit den Leuten alle schon angefreundet und das ist echt ein geiles Feeling, ein geiles Festival und. Und ja, da haben wir dieses Jahr das erste Mal tatsächlich gespielt und da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut. Also das war für dieses Jahr auf jeden Fall ein Highlight.
für mich. Okay, also fast wie so ein Familientreffen, kann man dann sagen, wenn man die ganzen Leute kennt. Ne? Ja. Ja, okay. Dann zur nächsten Frage, die vielleicht auch so ein bisschen verbindet. Wenn du dich jetzt entscheiden würdest, Clubshow oder Festival? Ja, das ist wirklich eine schwere Frage. Ja, klar. Ich meine, Festival, wie gesagt, ist immer wieder geil, weil du halt mit anderen Bands auch zusammen spielst. Mhm. Ich bin ja selber auch ein riesen Musikfan und freue mich immer wieder, mit anderen Bands zu spielen, vielleicht auch mal mit Bands zu spielen, die ich selber live auch noch nie gesehen habe. Oder man trifft sich halt, man ist ja untereinander auch befreundet und bekannt, und dann ist es auch immer wieder mal schön, irgendwie die Leute zu treffen, wo man schon jahrelang nicht mehr gesehen haben. Also definitiv dann schon Festival, ist klar. Okay. Jetzt habe ich einen Punkt. Ich habe das mir extra nochmal rausgesucht, was mich interessieren würde, weil das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und zwar war das, wo relativ viel berichtet wurde, als das Oblivion-Album rauskam. Da gab es dieses Statement, sage ich jetzt mal, von euch. Ja. Und da war ich noch so ein bisschen, ich nenne das mal grün hinter den Ohren, weil man natürlich als normaler Konsument auf diese ganzen, alles, was im Hintergrund passiert, nicht so wahrnimmt. Wie würdest du sagen, dass sich das Verhältnis Streaming-CD-Verkäufe mittlerweile entwickelt hat? Ach so, das Statement meinst du. Ah ja, okay. Ja, genau, du warst, okay, ja, genau. Also da, ja, das war das Statement von unserem Schlagzeuger. Hat sich damals ein bisschen im ersten Moment für mich damals böse gelesen. Richtig. Ja, so, der Punkt ist, weil das ist, was ja heute leider nach wie vor noch ein Problem ist, gerade im Underground, Vorverkauf, Kosten decken und weiter und so fort. Und wenn man absolut keine Ahnung hat, könnte man jetzt denken, hä? Die sind doch beim Label, das sind doch Rockstars, die sind doch reich. Mhm. Ja. Aber tatsächlich ist es oft, glaube ich, gar nicht so, wie Leute das denken. Ja. Und ich glaube, und das ist was viele Bands, also gerade auch natürlich Bands, die, wie gesagt, aus dem Underground kommen, die sagen so, ey, wir können gar keine CD machen. Das lohnt sich fast gar nicht mehr. Ja, weil dann bist du auf einer Show, wo du schon vielleicht nur einen 10 Eintritt nimmst, und dann sagt einer, wie 15 Euro für eine CD, ich gebe dir 8. Ja, wo die Leute auch noch anfangen zu handeln. Wie ist das bei euch? Hat sich das gebessert oder ist es immer noch so, dass Streaming auf dem Vormarsch ist? Na, ich meine, du merkst ja, dass gerade die letzten paar Jahre viele Konzerte abgesagt werden, weil der Vorverkauf nicht gut ist. Ja. Beziehungsweise die Leute sagen, kauf Karten vorher. Das war ja das Statement von unserem Markus gewesen. Er hat sich vielleicht nicht so galant ausgedrückt, sage ich mal, sondern er fällt halt sofort immer mit der Tür ins Haus. Das liest sich halt immer ein bisschen brutal, aber im Endeffekt. Aber er hat recht. Ja, klar, logisch. Also, wenn man sich das. Aber natürlich haben sich viele Leute auf uns gestürzt, gerade in Sachen Presse, die gesagt haben, wie könnt ihr sowas nur sagen und. Aber im Nachhinein, so ein Jahr später, kamen sie plötzlich auch alle und haben dann plötzlich genauso gejammert und gesagt, wir haben kein Geld mehr für Studioproduktionen und so. Es ist ja so, das Geld, was du verdienst an den Platten, das wird ja nur investiert in die nächste Platte, weil Aufnahmen kosten halt Geld und du willst ja eine gute Produktion abliefern. Du willst ja den Leuten keine Schrottproduktion abliefern. Und wir gehen alle ganz regulär arbeiten und um unser Hobby zu finanzieren können, das ist ja auch etwas, was viele Leute so gar nicht wissen. Es kostet ja alles Geld. Der Proberaum kostet Geld, die Musikinstrumente kostet Geld, der Sprit heutzutage für auf eine Show zu fahren kostet Geld. Das musst du ja alles mit der Gage verrechnen. Dann hast du Roadies dabei, sei es nur einer oder zwei, die dir ein bisschen helfen, irgendwie halt beim Aufbauen und. Das ist ja ein riesen Rattenschwanz. Und der Veranstalter geht ja auch in Vorauskasse, und wenn der natürlich keine Karten im Vorverkauf kaufen tut, das ist auch immer ein Risikospiel. Und das ist, glaube ich, mittlerweile schlimmer geworden wie früher, weil man liest es halt immer mehr, dass das Konzert abgesagt wurde und so weiter und so fort.
Und das Streaming, die Streaming-Dienste, da geht es ja auch nur darum, dass du das als Band nicht angerechnet kriegst. Das war eigentlich so das Hauptstatement. Ja, voll. Das heißt, also, ich habe damit keine Probleme, dass die Leute streamen. Ich meine, wenn du hier meinen Hintergrund siehst, ich habe den Platz, mir auch CDs zu kaufen. Das hat natürlich auch nicht jeder. Und ich habe auch völliges Verständnis dafür, dass nicht jeder das Geld hat, weil wenn im Monat 10, 15 Platten rauskommen, kann man es auch nicht alles kaufen. Deswegen, diese Streaming-Dienste haben ja schon ihre Berechtigung, sage ich mal, auch was Werbung angeht. Werbung für unbekannte Bands, um sie bekannter zu machen. Genau, genau. Das ist, was ich gerade sagen wollte, das ist natürlich ein Vorteil für eine Band, dass sie sich präsentieren kann. Genau, es geht nur darum, dass, sag mal, eine Plattenfirma zu dir sagt, wir ziehen die neue Option, beziehungsweise wir machen die nächste Platte mit dir, wenn ihr 40.000 Einheiten verkauft. So, aber die rechnen halt als Einheiten nur CDs und Platten. Ja. Und wenn du aber 80.000 Downloads hast, juckt es keinen. Also. Wo die Plattenfirmen Geld dran verdienen und wir als Künstler 1,1 Cent pro Stream kriegen oder so, die 80.000 kriegst du nicht angerechnet. Also das heißt, wenn wir 10.000 Platten und CDs verkaufen, heißt es nicht, wir haben 90.000 Einheiten verkauft, sondern es heißt, wir haben 10.000 Einheiten verkauft. Und dann wird jetzt schon wieder die nächste Produktion. Und das war eigentlich das Statement. Und da hat sich immer noch nichts dran geändert. Das ist immer noch so. Das heißt, du musst trotzdem für jede CD und Platte kämpfen, dass du halt wirklich einfach nur mit dem nächsten Geld wieder eine gute Produktion abliefern kannst. Eine gute Platte abliefern kannst. Ja, ich habe auch ein Kumpel, wir haben auch ein Album draußen und das ist jetzt 2 Jahre draußen. Also guck mal, das habe ich jetzt in den letzten 2 Jahren an Streaming-Diensten verdient. Das waren irgendwie 11,30 Euro. Ja. So, weil es halt, ne, pro Scream 0,0015. Tag weg. Ja. Ja, ist so ganz, ganz traurig. Genau. Gibt es bei euch, habt ihr bestimmte Rituale vor oder nach der Show? Also so, weiß ich nicht. Jeder trinkt einen kurzen, man kommt einmal zusammen, hat sich dann das entwickelt, weil manche machen ja so eine einfach Arschlecken auf die Bühne und loslegen, manche müssen dann, jeder braucht dann 20 Minuten seine Ruhe. Zum Beispiel vielleicht, ne, gerade du als Sänger, muss ich irgendwie warm machen, so mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Google-Techniken oder so, da gibt es ja einiges. Wie sieht es bei euch aus? Hab ich tatsächlich so all die Jahre auch ein bisschen vernachlässigt. Also wir sind eher die Arschlecken- und Raus-Fraktion. Okay. Irgendwie, also nochmal vorher Handshake und viel Spaß wünschen, natürlich klar. Aber tatsächlich die letzten 5 Jahre bin ich ein Blubberer geworden. Das heißt, ich habe auch so eine Plastikflasche mit so einem Schlauch. Okay. Genau, weil ich gemerkt habe, nach 2 oder 3 Shows hintereinander sind die Stimmbänder dann doch ein bisschen angekratzt. Ich meine, ich schreie jetzt schon seit 33 Jahren rum. Ja. Merkt man dann schon ein bisschen. Und das Blubbern hilft wirklich, um die Stimmbänder ein bisschen warm zu machen und locker zu machen. Und das hilft mir dann einfach. Halt, dass die Stimme schon ein bisschen angewärmt ist, dass da der Impact nicht so hart ist. Genau, richtig, ja. Ja, okay. Aber Ritual in dem Sinn nicht, weil ich bin der Einzige, der was trinkt. Und das auch genügend. Gerne, okay, ja. Ich habe ja immer meinen schwarzen Kanister dabei, wo die Leute immer fragen, was da drin ist. Ich mache da natürlich immer meine Witze auf der Bühne und sage irgendwie, das ist Pfefferminztee und Hackebutte-Tee, was da drin ist und so. Aber es ist halt ein ganz klassische Jackie Cola und den tue ich halt während der Show schön trinken und habe da natürlich meinen Spaß dran und schmeckt mir halt natürlich auch. Ja, was mich immer wundert, wenn ich, entweder liegt es daran, weil es mir dann egal ist, weil ich schon einen Tee habe, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich Whisky-Cola trinke und dann irgendwie, was weiß ich, in der Disco oder auf dem Konzert oder so, dass ich dann irgendwie den Song besser mitgrowen kann, als wenn ich halt nichts getrunken habe. Aber das ist wahrscheinlich einfach mein eigener Irrglaube, dass ich denke, jetzt habe ich, hab ich die Stimmbänder geölt. Ja, genau. Und, ja.
Ja, ich habe das mal, als ich durfte mal bei Kumpels, so sollte ich so einen Gastbeitrag auf der Bühne machen und war natürlich arschnervös, weil Ewigkeit nicht auf der Bühne und dann trinkst du dir natürlich 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bier, um irgendwie runterzukommen und dann war ich schon leicht über den Punkt drüber, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht verkacke. Ja. Aber ich glaube, ja, irgendwann findet man so sein Level, was geht und was nicht geht. Genau, was mich noch interessieren würde, ist, ihr habt ja sowohl englische als auch deutsche Texte, ja, oder wie gesagt, es gibt ja auch, ich glaube, 96 kam raus, das deutsche Album. Ja. Also relativ früh schon. Und dann immer so ein bisschen, ja, ich sag mal abwechselnd. Was hat ein Song für ein Kriterium oder wie entscheidest du, ob das ein Song wird? Ich würde jetzt einfach vermuten, dass wahrscheinlich erst die Musik da ist und dann der Text kommt. Richtig. Wie entscheidest du, das wird ein englischer Song oder ein deutscher Song? Oder passiert das einfach? Ja, das entscheide ich tatsächlich, wenn ich merke, dass der Text gut genug für mich ist in Deutsch. Weil Deutsch ist sehr schwierig, weil es sehr schnell sich nach Schlager anhört, sich okay. sehr schnell schnulzig anhören kann. Ja, und wenn ich merke, dass ein Text in Deutsch funktioniert, beziehungsweise ja, er sich halt nicht schnulzig oder nach Schlager anhört, dann entscheide ich, den halt zu nehmen. Aber es wird halt erstmal in Deutsch eingesungen und wenn das auch nicht funktioniert, dann wird er auch in Englisch eingesungen. Also das sind, okay. Es entsteht dann schon so ein längerer Prozess. Also das wird dann erst ausprobiert, ob das wirklich dann auch in Deutsch funktioniert. Weil ich möchte es schon 100% perfekt dann machen. Okay, das heißt, theoretisch könnte es auch viel mehr, sag ich mal, deutsche Songs geben, wenn richtig. Die, wenn es, wie du schon sagst, wenn es von der, sagt man, von der Formulierung her passen würde. Ja, richtig, genau, ja. Ah, okay. Ich dachte, weil ich habe jetzt schon oft gehört, dass man sagen, jetzt kommt drauf an, es gibt halt Wörter, die klingen auf Deutsch, zum Beispiel der Song Mein Blut kocht, kannst du halt krasser und besser betonen in dem Song als My Blood is Boiling, klingt dann irgendwie so zu weich. Ja, richtig. So? Ich meine, die deutsche Sprache ist schon eine harte Sprache, ja. Das stimmt schon, aber wie gesagt, mein bestes Beispiel ist immer, ich sage, I look up to the sky. Ein geiles englisches Wort, aber in Deutsch wird es heißen, ich schaue in den Himmel hoch. Ja, stimmt. Genau. Okay, das kann das schnell, diesen Schlagercharakter kriegen. Richtig, genau, ja. Ja, stimmt. Und das ist ja, dann immer, okay. Ja, und so entscheide ich dann immer, ob ein Song wirklich gut genug ist, um ihn Deutsch rüberzubringen. Und dann wird er halt wirklich erst ausprobiert. So, wenn ich im Studio dann auch merke, so, es fühlt sich nicht gut an, dann lass es dann natürlich auch. Okay, das heißt, es gibt viele, oder eigentlich kann man sagen, jeden Crematory-Song gibt es auch auf Deutsch, nur dass er halt nie rauskam. Nicht eingesungen, aber so, also ich schreibe die Texte alle erst in Deutsch und übersetze dann. Ah, okay. Ja, auch eine interessante Herangehensweise, ja. Ja. Ja, genau, jetzt haben wir mal geguckt, oder ich habe mal geguckt, der Ton ist, bevor wir jetzt gleich nochmal zu deiner anderen Band kommen. Bis jetzt auf, ich glaube, 2010, da war 4 Jahre Pause, aber habt schon Ton, dass alle 2 Jahre ein Album ungefähr rauskam. Jetzt ist 24 bald vorbei. Wie schaut's ja. aus? Also das letzte ist jetzt 22 in Glorious Darkness. Ist auch, ich hatte auch in einer anderen Folge, das war, glaube ich, das einzige Album, was ich jetzt noch nicht so gehört habe. Das habe ich jetzt natürlich nachgeholt und muss sagen, das hat mich wieder sehr, sehr abgeholt, weil das für mich sehr mich an diese Zeit zurückgeworfen hat, so ein bisschen, wo ich euch kennengelernt habe vom Sound her. Ja. Ja, genau, jetzt ist aber, wie gesagt, die Platte schon 2 Jahre her. Habt ihr irgendwie, steht schon ein Plan, was Neues zu machen oder ist gerade so? Also der Plan steht nicht, sondern die Platte steht eigentlich schon. Also ach, okay. Die ist schon komplett eingesungen, die wird gerade momentan gemischt und soll eigentlich im Mai nächsten Jahr rauskommen. Ah, okay. Dann ja, es entstehen erst noch Videos, wo dann irgendwie einmal im Monat oder erstmal irgendwie ein paar Videos rauskommen, halt Promophase. Also neue Scheibe und Werbung und Marketing, die Mühlen laufen halt alle ein bisschen langsam. Ja.
Die Presswerke sind auch voll ausgelastet, was jetzt Vinyl angeht. Ja. Da muss man vorher auch ein halbes Jahr vorher irgendwie schon sich Termine holen und machen und tun. Deswegen also im Mai kann man raus, genau, nächstes Jahr. Okay, wann gibt es schon also einen Plan, wann die erste Single kommt? Müsste eigentlich im Dezember sein, aber ganz genau weiß es auch noch nicht. Ah, okay, ja, cool, okay. Genau, kommen wir zu Stas. Sprichst du diese aus? Weil Stas, genau, das ist nach meinem Nachnamen Stas, genau. Genau, da ist es musikalisch, geht es ein bisschen anders zur Sache, ja. Da bist du auch schon seit ja, gut 12 Jahren aktiv. Richtig, genau. Also das heißt 2012. Und allerdings habe ich die Band relativ spät erst erkannt. Ich glaube so 2016 oder so habe ich das ja, da gab es ja auch erst das, glaube ich, das erste Album, was kam 2017, glaube ich, raus. Ne, 2017, genau, da habe ich das Album gehört. Und wusste tatsächlich gar nicht im ersten Moment, dass, ja, dass du da in den Vocals stehst. Und jetzt kam 21 die letzte Platte raus. Und ja, ich glaube, das ist, die unterscheiden sich ein bisschen vom Sound. Also ich finde, die letzte, die rauskam, die geht so, ja, so Richtung 90er Schwedentod. Genau. Was wahrscheinlich so dem HM2 Sound so ein bisschen geschuldet ist, weil das ist ja immer so ein relativ klares Indiz, ja, wo der Sound hingeht. Wie kam es dazu, dass du 2012 auf einmal gesagt hast, so, jetzt habe ich wieder, was heißt wieder? Weil so ganz am Anfang die Crematory-Platten ja auch noch so ein bisschen Death-lastiger waren. Wie kam es dazu, dass du sagst, so, jetzt wird wieder Schwedentod geballert? Also ich hatte erstmal zwischendurch neben Crematory auch noch eine Band namens Abnorm. Das war ziemlich technischer Death Metal mit Kumpels. Die Band gab es auch 16 Jahre. Ach krass, okay. Auch zwei CDs raus in Eigenproduktion. Und privat höre ich eigentlich am liebsten halt wirklich schönes Geballer. Also schöner Death Metal. Ich bin ein riesen Schweden-Death Metal-Fan. Mhm. Und war dann bei uns in der Lokalität, wo dann damals Paganizer gespielt haben. Das ist die Band von Rocker Johansen aus Schweden. Mhm. Und Rocker Johansen ist ja bekannt, dass er Sänger sammelt oder Bands gründet, wie andere Leute Socken im Kleiderschrank haben. Ja, ja, Arbeitstier. Ja, und ich habe ihn damals kennengelernt auf dem Paganizer-Konzert und wir sind gleich ins Gespräch gekommen und haben uns schnell angefreundet, haben einen getrunken und dann war natürlich ruckzuck schon die nächste Band von ihm gegründet. Und Stas war eigentlich so mein Hintergedanke bei der ersten Platte, um einfach mal so auch ein bisschen zu zeigen, dass es auch noch Musik nach Crematory gibt, beziehungsweise nicht nur, dass man mich nicht nur auf den Crematory-Sound reduzieren kann. Sondern ich wollte einfach mal ausprobieren mit der Stas-Platte. Sind leider nicht alle Songs draufgekommen, wie gedacht war, sonst wäre die Platte noch abwechslungsreicher gewesen. Da hat mir leider die Plattenfirma einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das wusste ich leider damals nicht, dass es so geplant war, weil es war noch ein Black-Metal-Song drauf, noch ein Grindcore-Song drauf. Ach krass, okay. Ein Slamcore-Song, ein Hardcore-Song. Weil ich einfach meine verschiedene Facetten zeigen wollte, dass ich auch anders das singen kann und andere Musik machen kann. Und wie gesagt, das war leider auf der Platte nicht drauf, aber trotzdem ist es ziemlich experimentierfreudig, noch die erste Scheibe, die Dark Side. Mhm. Und die zweite Platte war dann halt, also ich habe auch nur Schweden als Musiker, war dann halt tatsächlich der Schweden-Sound, wo ich dann gesagt habe, jetzt lass uns eine richtig schöne Oldschool-Schweden-Platte machen, so wie Dismember halt früher. Ja. Und die wurde auch im Sunlight-Studio abgemischt, tatsächlich. Und so ist halt dieser Schweden-Sound entstanden. Ja, geil. Und ja, die dritte Stas-Platte, um es schon vorne wegzunehmen, ist auch schon im Kasten. Ach, guck an. Sollte eigentlich jetzt im August schon rauskommen, aber es hat sich ein bisschen verschoben, weil
wie schon gesagt, das Press oder sag mal die Presswerke leider überfüllt sind und wir gesagt haben, es macht jetzt keinen Sinn, die CD erst rauszubringen und in 3 Monate das Vinyl hinterher zu schießen. Ja, ja. Wo haben wir gesagt, wir warten einfach, bis die Platten gepresst sind und dann kommt die neue Scheibe raus. Also es wird wahrscheinlich Dezember, Januar, bis die neue Stass-Scheibe dann rauskommt. Ach, sehr geil. Das wäre nämlich und jetzt auch meine... Und die Sound her auch wieder ein bisschen anders da. Die ist ein bisschen amerikanischer geprägt. Ja. So ein bisschen Cannibal Corpse-mäßig so vom Gitarren-Sound her. Genau. Ja, geil. Ja, das ist natürlich der, wenn man so will, ich weiß nicht, ob es ein Nachteil, also der Nachteil ist ja, dass du bei Crematory halt ja irgendwo schon so ein bisschen gebunden bist, ein Stück weit. Wie dein Sound. Weil, wenn du schon sagst, wenn da jetzt auf einmal so ein Brüllwürfel à la Hardcore kommen würde oder so, dann würde das, so, das würde wahrscheinlich die Leute ein bisschen verschrecken im ersten Moment. Aber so hat man natürlich auch ein, ja, schon sagst du, die Möglichkeit, sich so ein bisschen anders kreativ zu machen und wie du schon sagst, zu zeigen, dass man auch anders kann, weil deine Stimme definitiv anders klingt wie bei Crematory. Ja, ja, klar, logisch. Ja, also das ist schon, Crematory schon ist auch so, Crematory wird auch immer ein Fünfer-Projekt bleiben, also beziehungsweise da redet ja jeder mit und jeder möchte so seinen Sound mit reinbringen und das ist ja kreative Arbeit und man macht Kompromisse und genau. Und das Projekt ist halt rein auf meinem Mist gewachsen und da bist du der Boss, wenn man so genau will. Da rein, was ich haben will. Und deswegen ist es halt hartes Brett und ja. Okay. Sind einfach das aus, dass wir den Sound machen, den wir alle 5 wollen, halt ganz einfach. Wie kam es auf den Namen Stass? Also. Das war tatsächlich auch die Idee von Roger Johansen, weil es ist schwierig, einen Namen zu finden, weil ich weiß gar nicht, wie viele Platten ich allein mit Bands habe, die Human in ihrem Namen haben oder Blatt in ihrem Namen haben oder sonstiges. Ja, okay, ja. Wir wollten halt einen catchy Namen haben, der irgendwie genau die Musik widerspiegelt und das war tatsächlich die Idee von Roger Johansen, hat er gesagt, hey, Stass ist doch einfach kurz, prägnant, geiler Name und das spiegelt ja genau das, was die Musik eigentlich sagt, weil das halt genau meine Mucke ist oder genau das, was ich mache und deswegen Stass, genau. Ja, das ist gut, weil das sind, du hast ja heutzutage gerade so die moderneren, so gerade so Deathcore oder Brutal Death Bands, das sind meistens irgendwelche lateinischen Krankheiten, die du gar nicht aussprechen kannst. Genau. Von daher, was ich halt auch geil finde, das Logo ist jetzt auch keine, ne, so diese Spaghetti an der Wandschrift, sondern ja, wie du schon sagst, es ist, erinnert so ein bisschen, holt einen so ein bisschen in die 90er zurück. Genau. Und das ist das, was ich auch mal sage, was ich so geil finde, gerade bei dem, wenn du oldschoolige Sachen hast oder oldschool Death Metal, aber das mit der heutigen Technik machen kannst. Ne, genau. Also das klingt halt so ultra fett, weil du halt diesen Charme der 90er hast, aber trotzdem eine fette Produktion rausbringen kannst. Okay, das heißt, ja, 2 Platten sind schon fertig. Wie sieht es aktuell mit Live-Dates aus? Gibt es da was oder wartet ihr jetzt quasi, bis ihr soweit seid, dass das neue Material quasi da ist, dass ihr das dann ja, präsentieren könnt? Ich weiß jetzt nicht, weil wenn man jetzt auf Tour geht, wird man vielleicht mal hier und da einen neuen Song spielen, aber man darf ja auch nicht zu viel spoilern, würde ich jetzt sagen. Nee, deswegen sind die Shows ja nach dem Release angesetzt. Und da werden dann schon 3 oder 4 Songs mit dabei sein von der neuen Platte. Immer ein bisschen schwierig, weil wir haben ja schon so ein festes Programm, wo wir nicht drumherum kommen. Das heißt, wir machen ja tatsächlich auch immer so ein Internet-Voting, wo wir die Leute fragen, welche Songs sie hören wollen. Okay. Und das sind irgendwie immer so 8 oder 10 Songs fest im Programm, ja, wo man spielen muss. Ja. Ich meine, wir könnten nie eine Live-Show machen und Tears of Time nicht spielen, zum Beispiel. Ja, ja, ja. Und, und da hast du halt so schon mal 8 Songs, die immer fest drin sind. Wenn dann 4 neue Songs schon dabei sind, von der aktuellen Platte immer, bist du schon bei 12 Songs und dann wird es schon wieder eng. Ja, weil okay. Du, in Clubshows hast du die Möglichkeit schon natürlich länger zu spielen, aber auf Festivals hast du einen festen Slot. Minuten maximal. Ja. Und wenn du da noch ein bisschen
labern willst und okay, ja, dann musst du schon gut planen. Okay. Und gibt es und, ja, dann hast du deine 10, 12 Songs und dann ist die Show auch schon wieder rum. Ne? Gibt es einen Song, weiß ich, ob man das so sagen, aussprechen darf, weil die Fans dann vielleicht irgendwie denken, aber gibt es einen Song, wo du sagst, boah, der geht mir so mittlerweile so auf den Sack, wenn ich ihn live spielen muss? Ja, da kommt jetzt der Aufruf, genau, Tears of Time, sorry, aber ja. Es ist halt wirklich, der Song ist 95 entstanden und den haben wir ja schon während der Aufnahme, haben wir den schon live damals gespielt und das heißt, seitdem wird er ja immer gespielt. Also das ist, ich glaube, Judas Priest, also ich möchte mich nicht mit Judas Priest vergleichen, um Gottes Willen, aber Judas Priest, die können, glaube ich, Breaking the Law auch anstatt zu spielen halt. Mit einer Hand wahrscheinlich und so, ja. Ja, ja, und die spielen den Song ja noch länger. Und Tears of Time ist ein geiler Song, weil die Dynamik ist ja da von den Leuten halt. Aber zum Beispiel so im Proberaum, wenn man mal probt, da stehe ich dann allein am Mikro da, beziehungsweise stehe mal im Proberaum und dann denke ich halt so, Tears of Time, also der funktioniert dann wirklich nur, wenn der Live-Funk ja, so okay. Ich glaube, man kann ja auch sagen, so ein bisschen, dass Tears of Time so ein bisschen euer Smoke on the Water ist. Ja. Also das ist so. Also der kommt einem dann schon aus den Ohren raus. Also ist es natürlich dann immer erfrischend, wenn du eine neue Platte am Start hast und dann natürlich neue Songs live spielst, weil die noch unverbraucht sind und noch, da hast du noch richtig, also richtig Bock drauf, klingt es auch doof. Also, ja, ja, aber was glaube ich, was viele, glaube ich, vergessen ist, wenn eine Band ein Album rausbringt, dann ist der Prozess von Entstehung des Songs, bis der fertig ist, kann ja, gut, gibt Bands, die machen ein Album in einer Woche fertig mit Schreiben, tralala und tralala, aber gibt auch Bands, die sagen so, die brauchen 4, 5, 6, 7 Monate, bis der Song fertig ist. Das heißt, in dem Moment, wo der für mich komplett neu ist und ich den erstmal wahrnehme, hat die Person den vielleicht schon 200 Mal auf Gitarre gespielt und ist für den schon nicht mehr neu. So. Richtig, ich meine, ist natürlich ein Unterschied, wenn du dann live rausgehst und spielst ihn dann nochmal, ja, als wie du schon sagst, Tears of Time, den du wahrscheinlich, du könntest wahrscheinlich im Koma sogar mitsingen, weil er einfach so existent schon ist und so lange existent ist. Richtig, ja. Okay, also Tears of Time ist der, aber ich glaube, sowas hat jede Band. Jede Band hat so einen Song, die sagen so, boah, wenn wir könnten, würden wir ihn jetzt auch mal rauslassen, aber es geht halt nicht, weil dann wahrscheinlich Becher fliegen würden. Richtig, genau. Ja. Okay, dann habe ich tatsächlich noch eine letzte Frage, bevor ich dich in den wohlverdienten Sonntagabend entlasse. Das würde ich jetzt tatsächlich mehr auf Crematory beziehen, die Frage. Wie würdest du Crematory einem Alien in einem Satz beschreiben? Lass es. nee. Ein Alien, ja. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn die Aliens auf die Erde kommen und sehen erstmal, was wir Menschen uns untereinander antun, dann hat er ganz andere Probleme, irgendwie sich Musik anzuhören. Dann wird er wahrscheinlich auf sein Knöpfchen drücken und sagen, hier, ich rette euch, ich spreng den Planet in die Luft. Ja, genau. Sorry, hat sich erledigt. Ja, also, falsch abgebogen. Ja. Ja, also, ja, keine Ahnung, also, nee. Okay. Wüsste ich jetzt wirklich nicht. Cool. Dann, vielen, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, ja, gerne. Mein Fanboy-Herz hast ein bisschen höher schlagen lassen. Und jetzt das Schöne ist immer, wenn man die Möglichkeit hat, eine seiner Idole zu treffen oder sich mit denen zu unterhalten, dann besteht immer die Gefahr, dass die voll kacke sind, dass man die irgendwie kacke findet, ja, oder die was sagen und sagen, so was, und dann kann man die Musik nicht mehr hören. Was aber viel schöner ist, und da haben wir bisher bei uns immer Glück gehabt, dass wir die Leute, die wir getroffen haben, dass die wirklich freundlich, nett, was auch immer sind. Und dann hat man doch doppelt Bock, beim nächsten Konzert die Songs mitzugrüllen. Von daher vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Gerne. Tradition ist bei uns, dass der Gast immer das letzte Wort hat. Deswegen bedanke ich mich und sage wie immer, unterstützt die Bands, kauft im Vorverkauf, kauft CDs.
Ja, kauft Shirts. Das hilft allen Bands am meisten. Und in diesem Sinne, ja. Danke, Felix. Du hast das letzte Wort. Ja, genau. Geht auf Konzerte, unterstützt eure Bands, die ihr mögt. Tja, richtig. Bringt Freunde mit, macht Party, habt einfach Spaß an der Musik. Es gibt so viele Bands da draußen, die es wert sind, sich anzuhören. Und man muss bei YouTube nicht unbedingt auf Bands, die man keinen Bock hat, irgendwelche dumme Kommentare drunter schreiben. Die Zeit kann man sich sparen. Zappt weiter, hört euch die Musik an, wo ihr Bock drauf habt, weil die Zeit ist es nur wert, sich gute Musik anzuhören. Genau. Perfekt. Ja. Danke dir.